Dieses Wochenende findet das größte YouTuber-Treffen Deutschlands statt, denn jetzt am Wochenende ist die Gamescom in Köln und dort werden nämlich alle großen Streamer und auch YouTuber am Start sein. Auch wir werden dort ein Abo-Treffen machen und zwar mit anderen GTA 5 YouTubern und das Beste, jeder einzelne von euch kann zu diesem Abo-Treffen kommen, ganz egal, ob ihr Gamescom-Tickets habt oder ob ihr keine Tickets habt, denn am Freitag und auch am Samstag treffen wir uns um 15 Uhr auf der Gamescom und zwar beim BenQ Stand und am Samstag treffen wir uns abends dann nochmal um 20 Uhr am Kölner Dom. Heißt, jeder von euch kann dort zu diesem Abo-Treffen kommen. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt mir jetzt auf Instagram eine Direktnachricht und ich mache euch in unsere Abo-Treffen-Gruppe hinein. Neue Waffe und neues Event in GTA Online angekündigt. Darum geht es hier in diesem Video. Damit, moin Leute, VenomMC wieder back. Herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Falls du neu bist, Abo da lassen, gerne die Glocke aktivieren. Falls du Bock hast, hier auf diesem Video ein Like da lassen, das wäre sehr, sehr nice. In dem Sinne, let's go, wir starten rein in das heutige Video. Wie immer noch ein ganz kurzer Gruß an einen von euch und zwar Gruß raus an Robin_F44. Er hat geschrieben, danke Venom für deine täglichen Videos. Also Robin, danke dir für den Kommentar und Gruß geht raus an dich. Rockstar Games hat was ziemlich Nices angekündigt. Ich will gar nicht lange drum herum reden oder euch irgendwie auf die Folter spannen, deswegen zeige ich es euch direkt. Denn sie haben auf dem Rockstar Games Newswire Artikel was veröffentlicht und zwar haben sie Folgendes geschrieben. Nächste Woche gibt es in GTA Online gute Nachrichten für Fans von Sprunk und E-Cola, die gerne ihre Marke repräsentieren. Außerdem benötigt Lamar Hilfe bei der Suche nach verloren gegangener Ware. Darüber hinaus, es gibt eine neue Waffe zu entdecken und vieles mehr. In diesem Text steckt jetzt auf jeden Fall schon mal ziemlich viel drin, was Rockstar Games erstmal mit nächster Woche meint, das ist der Donnerstag. Denn genau dieser Artikel kam letzten Donnerstag und der bezieht sich eben auf die nächste Eventwoche, heißt, wenn ihr das Video seht, übermorgen, also ja, eben am Donnerstag in dieser Woche, das müsste der 25.8. sein, dann kommt das Ganze raus. Erstens eben das Event. Dieses Event wurde schon von sehr, sehr langer Zeit sozusagen angekündigt bzw. geleakt, aber es war noch nie da und das Ganze heißt eben Sprunk und E-Cola Event. Was wir mit diesem Event bekommen, das kann ich euch jetzt gerade hier links oben zeigen. Das sind unter anderem Outfits, Designs, Lackierungen und so weiter und so fort. Das werden wir alles in GTA Online ins Spiel bekommen. Und das sind dann sozusagen limitierte Gegenstände, die wir eben nur in dieser Zeit erhalten. Viel spannender als dieses Event finde ich aber erstmal die Schatzsuche von Lamar. Da müssen wir nämlich anscheinend irgendwie 100 Päckchen auf der Map verteilt suchen, damit wir dann irgendwie anscheinend ein bisschen Geld bekommen. Und vor allem, Freunde, die neue Waffe, die M16. Die Waffe wird am Donnerstag endlich erscheinen. Direkt als das DLC rauskam, wurde sozusagen schon bekannt gegeben, dass wir diese Waffe nur über eine Schatzsuche bekommen können. Ich habe auch damals direkt am ersten Tag eben ein Video zur M16, also zu dieser Schatzsuche, hochgeladen, was ihr da eben machen müsst. Aber diese Schatzsuche, die wurde nie veröffentlicht bis heute, aber jetzt eben am Donnerstag kommt sie raus. Heißt, genau diese Schatzsuche, um die neue Waffe, um die M16 zu bekommen, die könnt ihr höchstwahrscheinlich am Donnerstag starten. Und ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass so gut wie jeder einzelne von euch sich auf diese Waffe freut und eben extrem darauf gehypt ist. Denn ich bin euch ehrlich, Freunde, gefühlt unter jedem einzelnen Video, das in den letzten 2 oder 3 Wochen rauskam, gab es mindestens immer so 3 bis 4 Kommentare, die eben gefragt haben, yo Venom, wann kommt die M16? Yo Venom, wann kommt endlich die neue Waffe raus? Und ja, Freunde, wie gesagt, am Donnerstag ist es soweit. Aber all das und was wir dann genau noch zusätzlich oben drauf bekommen, das erfahren wir dann am Donnerstag im Eventwochenvideo. Kleine Info, Freunde, ab sofort habe ich leider andere Arbeitszeiten und zwar ziemlich schlechte Arbeitszeiten. Bislang musste ich donnerstags immer erst um 12 arbeiten, das ist jetzt vorbei. Heißt, aktuell kann ich leider donnerstags keine Eventwochen-Livestreams machen. Die Videos zur Eventwoche, die werden weiterhin kommen, aber halt leider nicht morgen zum 11 oder 12, die werden wahrscheinlich erst gegen Mittag erscheinen. Ist leider so, hoffentlich habe ich bald wieder andere Arbeitszeiten. Auf was freust du dich jetzt am meisten? Auf das Event, auf die neue Schatzsuche oder auf die neue M16, also die Waffe, schreibst du mir mal hier ganz kurz in die Kommentare. Das soll es gewesen sein, wie gesagt, denk dran, am Wochenende Abo-Treffen. Auf der Gamescom Freitag und Samstag jeweils um 15 Uhr und Samstagabend um 20 Uhr am Kölner Dom. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn einige von euch erscheinen werden. Wie gesagt, wenn ihr kommen wollt, schreibt mir auf Insta, dann kommt ihr in die Gruppe rein. Ich bin raus, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, check gerne Twitch ab da, kommt ab sofort auch regelmäßig und vor allem öfter Streams. Haut rein, Freunde, macht's gut und ciao, ciao.